BMW ist beim Thema Elektromobilität in Deutschland vorgeprescht und hat mit dem i3 Pionierarbeit geleistet. Die Münchner sind dann aber vorsichtshalber nicht dran geblieben und damit haben sie anderen das Feld überlassen. Das soll sich jetzt wieder ändern. Der BMW iX3 soll Mercedes EQC, Audi e-tron und natürlich Tesla Konkurrenz machen. Der Antrieb bringt eine Power von 210 Kilowatt mit, umgerechnet also 286 PS. Dazu kommen 400 Newtonmeter Drehmoment. Damit geht der BMW iX3 in 6,8 Sekunden von 0 auf 100. Das ist ungefähr das Niveau eines BMW X3 30i. Allerdings ist die Höchstgeschwindigkeit, wie bei vielen anderen E-Autos auch, elektronisch begrenzt. Bei Tempo 180 ist Schluss. Der Antrieb sitzt auf den Hinterrädern und damit bleibt es beim klassischen BMW-Fahrerlebnis, versprechen zumindest die Ingenieure. Viel wichtiger ist für die meisten die Reichweite. Die Akkus bringen 80 Kilowattstunden Kapazität mit und damit soll der iX3 immerhin 460 Kilometer weit kommen. Wer aufladen muss, soll mit der Schnellladefunktion in 34 Minuten von 0 auf 80% kommen. 10 Minuten sollen reichen, um weitere 100 Kilometer in den Tank bzw. in die Akkus zu kippen. Bei den Kosten langt BMW allerdings zu. Der Basispreis mit 19% Mehrwertsteuer liegt knapp unter 70.000 Euro. Bei 16% sind es knapp über 68.000. Damit ist der iX3 auf dem Niveau seines Konkurrenten aus Stuttgart. Der Mercedes EQC hat allerdings mehr Leistung, dafür weniger Reichweite. Es wird also spannend, was den Kunden künftig wichtiger ist. Was BMW mit dem iX3 schon jetzt geschafft hat, sie sind wieder dabei in Sachen E-Mobilität.